Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Liebes- und Beziehungslegung. Du bist hier genau richtig, wenn du im Sonnen- oder Mondzeichen der Venus oder dem Aszendenten das Sternzeichen des Widders trägst. Und ich gucke jetzt mal rein, mache eine Bestandsaufnahme und ich weiß, dass die meisten hier Singles sind oder in einer beginnenden Wunschpartnerbeziehung. Und genau für euch schaue ich hier rein. Auch wenn du schon in einer festen Beziehung bist, bist du natürlich herzlich eingeladen, dir einfach all die Botschaften mitzunehmen. Deine Seele wird dich ja nicht umsonst hierhin geführt haben. Vertrau dir da. Und dann starte ich. Für die Widder hätte ich gerne eine Botschaft zur Ist-Stand-Situation. Was ist jetzt wichtig in Bezug Liebe und Beziehungen? Das sind mir definitiv zu viele. Also, Liebe und Beziehung für die Widder hier auf meinem Kanal. Was möchte gesehen werden? Okay, mit zwei kann ich gut leben. Da haben wir. Es geht darum, jemanden kennenzulernen, dich kennenzulernen, dein Gegenüber wahrzunehmen. Und dass du tatsächlich komplett zum Magneten der Liebe werden kannst. Ne? Das ist Law of Attraction. Das ist so wichtig, jetzt wirklich zu gucken, was ziehst du denn gerade an? Worauf legst du gerade die meiste Energie? Wo kann das Leben gerade am meisten antworten? Wenn du jemanden hast, ist es hier wichtig, hey, komm, jetzt ist erstmal wichtig, lernt euch mal kennen, ganz sanft. Und dann kannst du wirklich diese romantische Liebe anziehen, das einfach genießen. Im Hier und Jetzt vollkommen ankommen. Denn wenn du im Hier und Jetzt lebst, gibt es keine Sorgen, dann ist nur noch Akzeptanz und Annahme der Situation, wie sie ist. Das ist vollends genießen oder annehmen. Okay, und ach Quatsch, bevor ich mit den Tarotkarten reinstarte, ihr lieben Widder, hätte ich nämlich gerne noch eine Seelenbotschaft für euch in Bezug auf Liebe und Partnerschaft. Und da werden wir gleich sehen, ob es da schon jemanden gibt oder ob das deine Seele ist. Und da fliegt auch schon was. Einmal haben wir ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Und das haben wir ja hier auch. Hier wirkt quasi das Gesetz der Resonanz. Und jetzt guck mal, was für ein Neuanfang in dir gerade startet. Auf was legst du am meisten Energie? Sind es eher die Worte, die Sätze, die da lauten, ich will nicht mehr XY? Dann bekommst du natürlich von dem genau das, weil du sehr viel Energie in das reinsteckst, was du eigentlich nicht willst. Oder fokussierst du dich auf das, was du willst, was du wert bist zu empfangen? Aber ein Neuanfang wartet hier definitiv. Und das ist super schön. Der Hierophant fällt raus. Das heißt, das könnte eine Ehestandskarte sein, aber auch für mich immer die geistige Welt, die sagt: Hey, wir sind da, wir kümmern uns. Ein Mentor könnte es sein, der dich an die Hand nimmt. Oder wirklich diese schicksalshaften Fügungen. Okay, nee, einmal mische ich hier noch durch. Deswegen sollte ich nochmal durchmischen. Die Welt fällt raus als Neuanfang. Okay, also tatsächlich hier ein neuer Zyklus, der beginnen möchte, eine neue Zeit, die anfängt. Und dann gucken wir jetzt mal rein. Wir haben die 10 Schwerter in der Vergangenheit. Da haben wir die Hohepriesterin und wir haben den König der Stäbe. Dann geht es weiter mit den 10 Stäben. Das heißt, deine Vergangenheit war hier tatsächlich ziemlich überladen, ja? Im Hier und Jetzt ist es einfach, du folgst deiner Intuition. Du, okay. Also, lasst mich. Ja, okay. In der Vergangenheit war es so. Da war ein radikales Ende. Du hast dich scheinbar entschieden, ich muss jetzt irgendwas loslassen. Jetzt ist die Frage, hast du es losgelassen? Du hast ziemlich viel alleine gemacht. Da war ganz viel Überforderung. Da konnte einfach auch nichts. Da war ein Stillstand.
Da konnte sich nichts nach vorne bewegen. Das war genau entgegengesetzt dem, was du dir gewünscht hast. Da war einfach wirklich Überladung an allen Ecken. Deine Gedanken waren schwerfällig. Deine Aktionen ziemlich immer alle von alleine gemacht. Du hast dir all das Gepäck genommen. Vielleicht sogar noch das Gepäck von anderen Menschen und dementsprechend konnte sich hier tatsächlich gar nichts bewegen. Da war Stillstand. Das war wie in so einem Hamsterrad. So, und dann waren da auch deine Gedanken, deine Ängste, all diese Verzweiflung in Bezug auf Liebe und Beziehungen, schlaflose Nächte gehabt, dir immer wieder dieselben Gedanken erzählt, die dich wirklich total zermürbt haben. Da haben wir, ja, es geht um Herzensangelegenheiten. Und jetzt möchte ich mal gerne klären, das ist ja schön, dass hier die Liebe rausfällt, schon mal als, ne, das, als Info, als Hinweisgeber, boah, die Liebe an sich, dein Herz war einfach überladen. Jetzt gucken wir mal auf die gegenwärtige Situation mit der Hohenpriesterin, dem Hierophanten und mit den 6 Kelchen. Ich möchte erst einmal auf die 6 Kelche. Da haben wir die Lösung, da haben wir die Sicherheit, da haben wir dieses, okay, etwas möchte sich hier aufschließen. Vielleicht ein Freund, der aus der Vergangenheit gerade zurückgekommen ist in dein Leben, oder du bist aber wirklich pari mit dem, was war. Da ist dieser Schutz drauf, da ist der Hierophant, da ist diese innere Stimme in dir, die Hohepriesterin, die sagt, okay, ich vertraue jetzt wieder mehr meiner Intuition, du checkst wieder ein. Der Kopf ist ruhig oder auf dem Weg, ruhiger zu werden. Du nimmst deine Intuition wahr, die Sicherheit auch in dir. Da lässt du wirklich diese Schwere gerade hinter dir. Und das ist richtig schön. Alles dreht sich hier auch gerade darum, dass du dir quasi entweder wünschst, in eine Beziehung zu gehen, die ein Potenzial hat tatsächlich auf Heirat. Das heißt, alles dreht sich um eine wahrhaftige Verbindung. Alles dreht sich aber auch um, ja, dieser Gedanke, da sind 2 Herzen und eine Vision. Um ganz viel Weisheit, auch mit der hohen Priesterin an der Seite. Das ist dieser Einklang. Kopf und Herz sind wieder im Einklang. Du möchtest dich hingeben. Vielleicht hast du es auch hier mit einem Stier zu tun. Auch das könnte hier sein, dass hier ein Stier in deinem Leben ist, um den sich gerade ganz viel dreht. Das weißt jetzt du am besten. Das könnte so ein Hinweisgeber sein, weil es hier fokussiert liegt. Ich gucke mal, kläre mal nochmal auf den Hierophanten, kommen wir mit der hohen Priesterin. Das ist das geschlossene Buch und hier haben wir auch die Leidenschaft, die Harmonie. Das bedeutet, hier ist ganz viel tiefes Wissen in dir. Du lernst also aus deinen Erfahrungen. Das nimmst du alles mit, du aktivierst das und dementsprechend kannst du wirklich im Frieden sein. Und hier hast du ein Kapitel zur Vergangenheit auch geschlossen. Und dann wartet der Neuanfang. Das kann ein Neuanfang hier sein, indem du wirklich innen im Frieden bist mit der Vergangenheit, aber auch ein Seelenpartner, der sich jetzt aus der Vergangenheit wieder zeigt, was vielleicht ein Freund ist, der jetzt auf einmal wieder in dein Leben kommt und ihr euch einfach neu kennenlernt. Dann haben wir die künftige Tendenz mit dem König der Stäbe, du nimmst die Erfahrungen mit, du brennst wieder, da ist ein Feuer, du hast die Kontrolle. Du bist weise. All diese Weisheit, all diese Sanftheit nimmst du jetzt also mit. Du bist flexibel, ja. Das heißt, da ist diese Leichtigkeit drin. Da kommt die Leichtigkeit in eine Beziehung. Vielleicht hast du hier auch mehrere Menschen, eine gewisse Auswahl, 2 Menschen. Oder du bist flexibel mit dem, okay, eigentlich möchte ich frei sein, eigentlich möchte ich aber auch in einer Beziehung ankommen. Das sind so deine Kernthemen, weil ich habe hier einfach noch so ein bisschen Sorgen und Ängste, die hier einfach mitschwingen. Unterbewusst, guck mir gleich mal die Herausforderung an und auch, was dein Fokus jetzt sein sollte. Dann haben wir hier die, lass mich mal kurz gucken, ja, die 6 Schwerter. Die 6 Schwerter sagen tatsächlich, okay, du lässt etwas hinter dir. Aber es kann sein, dass ein gewisser Teil gerade gar nicht hinter dir gelassen will. Und das könnte der Mensch sein, der jetzt wieder hochkommt, mit dem du im Frieden bist. Oder groß, dass du mit der Vergangenheit im Frieden bist.
Entweder hältst du dich dann doch noch mal ein bisschen fest, aber da ist die Leichtigkeit drin, da ist deine Verantwortung drin, da ist aber auch ein Plan, eine Weitsicht. Auch deine magnetische Anziehung liegt hier. Du bist ganz anziehend, wirkst du auf dein Außen. Wir klären mal auf König der Stäbe und auf die zwei Münzen erst einmal. Bekomme ich hier auf den König der Stäbe. Da haben wir die Transformation, Stillstand, Ruhe im Karton. Okay, also du bist abgeklärt, du bist tatsächlich gereift. Wir klären noch mal auf die Schwertenergie, die sechs Schwerter. Da ist aber noch eine gewisse Dickköpfigkeit. Eine schicksalshafte Begegnung könnte hier auf dich warten. So, zum einen schaust du hier gerade wirklich auf deinen Selbstwert, auf deine Selbstermächtigung. Du holst dir die Macht zurück. Das Ganze kann dich aber nach außen hin wirklich ein bisschen dickköpfig wirken lassen. Beendet oder transformiert wird hier dein Wert, dein Selbstwert, dein Feuer. Da ist eigentlich auch gerade gar nicht so viel Aktion drin. Ne? Du weißt, was du willst, du hast ein Ziel, da ist ein gewisses Feuer wieder in dir, da ist die Weisheit, das Abgeklärte. Und dennoch gibt es hier aber auch, und das könnte hier mit der Stabsenergie Widder, Löwe, Schütze sein, oder es geht tatsächlich hier nur um dich, dass du jetzt vielleicht ein bisschen aus dieser männlichen Aktion raustreten darfst. Ja, das ist, ich gehe jetzt los, ich erober die Welt, ich fange an, aktiv auf Männer zuzugehen. Dass es jetzt wichtig ist für dich und dass du feststellen wirst, okay, es ist jetzt gerade mal wichtig, einen Stillstand reinzubringen, dass ich erobert werden kann, dass der Neuanfang überhaupt erstmal in mein Leben kommen kann mit dem Menschen, der hier scheinbar auf dich wartet. Aber natürlich auch für den einen oder anderen, okay, jetzt ist Zeit der Transformation. Nimm und bündel all deine Energie. Geh mit dieser Weisheit an den Tag. Und dann darfst du dich in deinem Wert präsentieren. Stell dich der Situation. Du musst dich gar nicht immer wieder entfernen. Du hältst die Situation gerade aus. Vielleicht ist es jetzt gerade für dich wichtig, einfach mal in diese Unruhe, in diese hohen Wellen reinzuplatschen, um wieder diese Aktion wahrzunehmen, diese Kraft wahrzunehmen. Ich guck mal, was ist denn gerade für dich deine größte Herausforderung in Bezug auf Liebe? Und ich habe auch das Gefühl, dass es da doch noch jemanden gibt aus der Vergangenheit, an dem du irgendwie noch festhältst. Irgendetwas ist da. Okay. Das ist tatsächlich die Herausforderung. Die drei Schwerter aber umgedreht. Die Herausforderung ist es jetzt gerade für dich, definitiv zu erkennen, dass der Herzschmerz, den du hast, gar nicht mehr so riesig ist. Aber irgendwie versuchst du dich da noch drin festzuhalten, daran festzuhalten, dich festzubeißen. Die Herausforderung, drei Schwerter. Was eigentlich immer dieser Herzschmerz ist und jetzt gewandelt wird, fällt es dir vielleicht sogar schwer, fällt es dir schwer zu erkennen, hey, eigentlich ist gar nicht mehr so viel Drama da. Dein Herz ist wieder frei. Dein Herz befreien von jeglichem Kummer und wirklich bereit sein, dich neu zu verlieben, ist gerade deine Herausforderung. Dein Herz zu öffnen für Menschen, die dir gut tun. Nutze die Zeit jetzt, um wirklich neue Verbindungen zu knüpfen, um dir die Eigenschaften der Menschen anzuschauen, deines Gegenübers Mitgefühl zu entwickeln, fürsorglich zu sein, Vertrauen wieder zu entwickeln an eine Beziehung. Gleichzeitig signalisieren aber auch die drei Schwerter, die umgekehrt liegen, darfst du, dass es die Herausforderung ist, eine positive Sicht auf deine Zukunft zu behalten. Frei von Sorgen zu sein, frei von Kummer zu sein, wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und das habe ich hier ja auch schon gesagt. Es ist so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein, anzunehmen und das wirklich zu genießen. Und dass du dann
Das fordert dich ebenfalls heraus, dass du diese positive Lebensausstrahlung gewinnst und die gewinnst du, aber irgendwas sagt in dir nein, will ich gar nicht so richtig ausleben, dass du dadurch nämlich an Attraktivität gewinnst. Das ist paradox. Wir klären mal auf die drei Schwerter als Herausforderung. Auf die drei Schwerter als Herausforderung hätte ich bitte gerne eine Klärung. Was fordert dich? Und warum fordert es dich heraus? Das hat etwas mit deinem Gegenüber zu tun. Als hättest du dir bezüglich einer Person irgendwie die Liebe verboten. Als könntest du gar nicht mehr so richtig daran glauben, dass du es wert bist. Als würdest du an einer falschen Entscheidung auch festhalten. Vielleicht hast du dich entschieden, etwas zu beenden. Das hat dir Kummer bereitet. Du warst überfordert, da kam Stillstand. Wir sind jetzt hier mit der Hohenpriesterin, die Weisheit, dieses Feinfühlige, deine Intuition, was dir vielleicht gerade auch sagt, ein Kapitel muss geschlossen werden. Erinnere dich, um dann mit dem Menschen aus der Vergangenheit wieder in den Frieden zu kommen, vielleicht sogar jetzt eine neue Beziehung einzugehen. Aber da kommt dann der Dickkopf und sagt, nee, will ich nicht. Oder es kommt jetzt dein Selbstwert da. Aber das matcht nicht, weil wir hier einfach den Stillstand haben. Oder du gehst gerade völlig durch eine Transformation, pendelst zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten und dann darf es leicht sein. Und dennoch fordert dich hier ein Gegenüber extrem raus. Vielleicht sogar klassisch die Männerwelt an sich. Wenn du ein Mann bist, mach's dir bitte passend oder je nach Geschlecht. Dass dich quasi deine, diese Kategorie von Soulmates, von Liebe und Beziehungen dermaßen herausfordert, wirklich daran zu glauben, dass es jemals für dich noch gut wird. Was darf denn jetzt dein Fokus sein? Auf was solltest du dich jetzt fokussieren, damit deine Wünsche in Erfüllung gehen? Eigenverantwortung, ganz wichtig, dass du jetzt wieder die Zügel übernimmst. Fokussiere dich auf emotionale Abhängigkeiten. Welche Ketten hast du dir da noch selbst auferlegt? Was ist da noch in dir drin, was jetzt gelöst werden will? Wo hast du vielleicht aber auch gerade eine Chance, die tatsächlich dich schon wieder in eine emotionale Abhängigkeit bewegt, wo du die Chance vielleicht, ja, wo es so eine Illusion war? Jetzt ist es wichtig, das eine Pferd will nach links, das andere nach rechts, aber du stehst da und lenkst sie mit der Macht deiner Gedanken, mit der Macht deines Herzens am besten auch. In welche Richtung darf es sich entwickeln? Was ist jetzt wichtig für dich? Übernimm wieder die Schirmherrschaft über Liebe, über dein Leben, über das, wo du hin willst. Wir haben hier das umgedrehte, die umgedrehte Münze, also das Ass der Münzen, aber umgedreht. Und da ist so eine Unsicherheit. Und jetzt kannst du mal gucken, wo kannst du jetzt wieder sicherer werden? Auch mit dem Teufel, da ist so eine Unsicherheit, die jetzt gesehen werden möchte. Alles, was mit Partnerschaft und Liebe zu tun hat. Da ist vielleicht auch eine gewisse Angst, dich festzubinden, weil du Angst hast, es wird zu starr. Und deswegen habe ich hier auch eben schon gesagt, dieses Pendeln, ich will frei sein, aber doch irgendwie in einer Beziehung sein. Du musst gerade gar nichts entscheiden. Du darfst jetzt gerade das Leben tatsächlich einfach mal so leben, wie es ist. Und wenn du immer diese Angst hast, dann verpasst du gerade und schau da mal hin, wo verpasst du gerade Chancen? Wo verpasst du gerade vielleicht wirklich diese schöne Beziehung, die hier eventuell schon auf dich gewartet hat, aufgrund deiner Ängste? Aufgrund der Ängste, dass du nicht mehr frei bist? Dass dir jemand die Luft zum Atmen gefühlt nimmt? Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du mal dem Hinweis folgst und mal guckst, okay, wo verlierst du dich gerade in Tagträumen? Immer an den perfekten Partner? Wo distanzierst du dich vielleicht auch gerade dann von der Realität? Komm wieder im Hier und Jetzt an, sei wieder voll präsent auch deinem Gegenüber. Und das haben wir hier auch, ne? Lern dich kennen, lern deinen, die im anderen Menschen kennen. Höre zu, stell dich dann in dem Moment mal auf Mute und deine Ohren auf On, damit du wirklich hörst, dein Herz aufmachen, damit du fühlst, ist es gerade gut, ist es gerade schlecht. Das ist jetzt erstmal wichtig für dich und wir klären natürlich auch hier nochmal auf deinen Fokus mit dem Ass der Münzen. Du hältst an irgendwas fest und zwar, ja, an was? An Unsicherheiten. Da bist du wie starr, ja? Es
ganz starrer Glaubenssatz. Und jetzt ist es wichtig, Selbstermächtigung. Zum einen wieder die Leichtigkeit hier einzuladen in dein Leben. Lass es leicht sein. Komm aus diesem Bunker raus. Reiß die Mauern ein, indem du jetzt die Zügel übernimmst, die Verantwortung für dein Leben. Rausgehst und guckst, wo wirst du vielleicht gerade manipuliert, wo ist da jemand, der dich wieder in eine Abhängigkeit bringt, wo hast du dich aber auch abhängig gemacht, vielleicht von einem Schmerz, wo hast du das Gefühl, dass nur durch Schmerz du lebendig wirst und die Liebe sichtbar wird. Das darf gewandelt werden, das darf transformiert werden. Erlaub dir diese Weiblichkeit, diese Sanftheit der hohen Priesterin. Geh wieder mehr in das Urvertrauen. Bitte um das, was du dir von Herzen wünschst. Und da rein darfst du all deine Energie fließen lassen. Und ich hoffe, dass ich dir hier weiterhelfen konnte, ein paar gute Tipps mitgeben konnte und sage danke fürs Einschalten.